Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr möglichst schnell in Arena zum Champion-Rang aufsteigt und wie ihr euch auch möglichst schnell in Arena verbessern könnt. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen, lasst gerne ein Abo da und dann helft ihr mir auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und schreibt mir doch auch gerne weitere Vorschläge in die Kommentare, was ich für Videos machen soll, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und als erstes, um in Arena am leichtesten tatsächlich aufzusteigen, ist gar nicht Arena selbst spielen, sondern einfach immer die ganzen Hype Nights spielen. Die finden ja jeden Samstag und Sonntag statt und das Ganze noch bis zum Ende der Season. Das heißt, nehmt es einfach jedes Wochenende mit, wenn ihr wirklich möglichst schnell aufsteigen wollt. Und dann hätte ich euch auch empfohlen, wenn ihr jetzt nicht die allerkrassesten Spieler seid, macht einfach die Shadow Hype Night. Zockt da schnell ein paar Runden, campt nicht zu viel, denn das bringt euch auch nichts. Ihr bekommt doppelte Killpunkte, das heißt 5 Kills sind so viel wert wie ein Sieg. Deshalb ist definitiv Kills machen der deutlich bessere Weg. Vor allem kommt ihr dadurch dann auch in 1,5 Stunden durch, wenn ihr jetzt nicht komplett krasse Spieler seid. Aber wenn ihr dauerhaft den Hot Drop nehmt und runterfliegt und schön viele Kills macht, dann könnt ihr locker jedes Mal, also wirklich jedes Mal mindestens die 125 Hype mitnehmen. Ganz häufig schafft man aber auch 190 oder 250 Hype. Darüber wird es dann so langsam schwierig, dann braucht man wirklich viele Punkte, aber das sollte man easy schaffen können. Und wenn man das eben halt dann Samstag und Sonntag macht, dann kommt man da schon ganz gut voran. Außerdem kann man natürlich, wenn man ein bisschen besser ist, dann auch noch die Shadow Hype Night Plus spielen. Dabei muss man allerdings bedenken, dass es sich erst lohnt, vom Hype her zumindest, wenn man die Top 10% erreicht. Allerdings, wenn ihr zum Beispiel mit der normalen Shadow Hype Night durch seid, dann könnt ihr am Ende noch die Shadow Hype Night Plus spielen und versuchen einfach auf obere 20% zu kommen. Top 10% ist easy, braucht ihr so 9 Punkte, irgendetwas in dem Dreh. Ihr bekommt natürlich keine doppelten Killpunkte, trotzdem ist es eigentlich relativ leicht, das zu erreichen. Dann macht einfach einmal auf obere 20% und dann habt ihr da auch nochmal ein bisschen Hype zusätzlich. Allerdings kann man das Ganze natürlich nicht nur auf Europa spielen, denn zusätzlich kann man natürlich auch einfach noch sagen, man stellt hier in den Einstellungen Spielersuchregionen, beispielsweise auf Ozeanien, Brasilien, Asien, Nahosten, Nordamerika Osten und Nordamerika Westen, denn die finden natürlich nicht zu den gleichen Zeiten statt. Asien ist beispielsweise, glaube ich, von 10 bis 13 Uhr, dann ist, glaube ich, Ozeanien von 8 bis 11 Uhr, irgendwas so in dem Dreh, ich weiß es nicht ganz genau. Brasilien ist dann irgendwann natürlich nach uns, also irgendwann in der Nacht. Nordamerika Osten ist beispielsweise dann, glaube ich, von 23 bis 2 Uhr. Das heißt, dort hat man auch nochmal über den Tag verteilt viele Zeiten, wo man das spielen kann. Am leichtesten ist beispielsweise auch Nahe Osten, weil man dort, glaube ich, eine Stunde vorher starten kann, also eine Stunde dann erstmal den Cup auf Nahe Osten spielen kann und dann dort schon mal Hype mitnimmt und danach kann man den eben halt nochmal auf Europa spielen. Und vor allen Dingen hat man da natürlich, also man hat natürlich schlechteren Ping, allerdings muss man auch sagen, dass in den Regionen aus vielleicht Nordamerika, Osten, Westen deutlich, deutlich schlechtere Spieler sind, vor allen Dingen auf Asien und Ozeanien, da schafft man auch locker mit Hype-Ping 10 Killrunden und das wirklich nicht so extrem schwierig, das heißt dort kann man fast sogar leichter nochmal mehr Hype mitnehmen als auf Europa. Und damit könnt ihr natürlich auch ganz gut trainieren, wenn ihr immer auf W-Keyen geht, dann trainiert ihr einfach extrem viele Fights, die auch relativ ähnlich zur Arena sind. Das heißt, damit, dass ihr so viele Cups dann spielt, trainiert ihr auch einfach für Arena, ohne dass er eben halt jedes Mal Punkte verliert, wenn er stirbt. Das heißt, das ist sehr, sehr effektiv. Das könnt ihr natürlich auch noch bei allen anderen Cups machen. Das heißt, ihr könnt auch, wenn irgendwann Daily Cups sind oder hier der Duo-Anwärter Cup, der Solo-Plattform Cup, da auch einfach immer auf W-Keyen gehen, campt nicht, weil ihr so oder so nicht zum Preisgeld kommt, wenn ihr es nicht schafft zu W-Keyen. Die meisten Pros, die da Preisgeld mitnehmen, haben ja am Anfang vielleicht eine 20-Kill-Runde mit Sieg, also vor allem im Duo-Cup. Und wenn ihr das nicht schafft, braucht ihr es auch gar nicht versuchen, nur mit Campen durchzukommen, denn das wird
mittlerweile tatsächlich nichts mehr. Die Preisgelder wurden ja immer höher gesetzt. Deshalb nutzt das einfach, um zu WQueen, um Early Games zu trainieren und Mid Games zu trainieren. Versucht da einfach möglichst viele Fight Situations zu bekommen, denn das trainiert ganz einfach am besten, weil es euch nichts bringt, wenn ihr euch bis zum Endgame vorkämmt, denn dort kann man eigentlich in den meisten Fällen das Ganze intuitiv machen, vor allem wenn man ein paar Pros angeschaut hat. Das ist tatsächlich der leichteste Teil, würde ich sagen, des ganzen Games, und da trainiert ihr eh mal nicht so wirklich. Könnt ihr auch am leichtesten in Solo-Wars machen, aber die restlichen Fights, die werden schwierig nachzustellen. Natürlich kann man ein paar 1v1s machen. Ich hatte euch auch dazu ein paar Maps vorgestellt. Könnt ihr gerne mal hier eine Infokarte vorstellen, die euch definitiv dabei helfen zu trainieren. Aber in erster Linie ist einfach das Normal Game die beste Möglichkeit zum Trainieren. Und wenn ihr dort eben halt ein bisschen schwierigere Gegner als im normalen Solo-Modus sucht, dann nehmt einfach die Cups mit und WQueet dort, was das Zeug hält. Es ist wirklich der effektivste Trick dafür. Natürlich, wenn jetzt keine Cups sind, dann könnt ihr auch einfach so Arena spielen. Dafür bekommt ihr natürlich in erster Linie eigentlich die meisten Punkte, wenn ihr ganz einfach möglichst viele Kills macht, weil zumindest in der Champion Division 3 Kills so viel wert sind wie das erste Placement, und natürlich auch 3 Kills genauso viel wert sind wie das erste Placement. Und ihr müsst auch bedenken, dass Solo deutlich, deutlich leichter ist als Duo, weil ihr einfach im Solo doppelt so viele Killpunkte bekommt, früher auch die ganzen Placements bekommt, da meistens so, also das Solo Placement, das erste ist eben halt ab Top 25, während das erste bei Duo ab Top 12 ist, und das ist meistens so eher bei 21 Spielern, die noch am Leben sind, und das ist eben halt deutlich schwieriger. Das heißt, er spielt einfach Solo. Und dann kommt er da auch am besten voran. Natürlich, wenn er es nicht schafft, möglichst viele Kills zu machen, dann campt natürlich. Damit kommt er auch voran. Ist natürlich nicht der effektivste Trick, um zu trainieren, aber immerhin kommt er so ein bisschen nach oben. Trotzdem würde ich euch raten, versucht einfach zu WQueen, und vor allen Dingen am Anfang der Season, wenn ihr bei 0 Punkten startet oder generell noch niedrig seid, dann sagt nicht, dass ihr möglichst schnell nach oben kommen wollt, sondern dass ihr einfach komplett WQueet, versucht keine Placement-Punkte zu holen oder nur Placement-Punkte zu holen, wenn ihr eben halt schon viele Kills habt, denn damit trainiert ihr dann am besten. Und ansonsten seid ihr eben halt dauerhaft nur am Campen, bis es irgendwann nicht mehr möglich ist, nur mit Campen voranzukommen, und dann habt ihr natürlich ein Problem, weil ihr nicht das Fighten trainiert habt. Deshalb, ich empfehle es euch wirklich, wenn die nächste Season startet, werden ja wahrscheinlich wieder Punkte resettet, dann geht auf jeden Fall nur auf WQueen. Habe ich auch diese Season gemacht, bis, keine Ahnung, 3500 Punkte oder so. Das geht wirklich super, super schnell damit. Vor allem, weil man dann auch mal locker 10 Kills in der Runde machen kann mit einem Sieg, kommt man eben halt super schnell voran, und das ist definitiv effektiver, als auf Placement-Punkte zu gehen. Natürlich in Normal Cups ist es meistens so, dass Placement-Punkte, vor allem im Daily Duo Cup, bringen Placement-Punkte tatsächlich relativ viel. Trotzdem immer fürs Trainieren einfach WQueen. Das waren eigentlich so die Tipps dafür. Mehr gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Also wie gesagt, versucht einfach Hype Knight zu spielen, möglichst viele verschiedene, möglichst häufig und auf verschiedensten Regionen, damit ihr einfach möglichst viel da mitnimmt. Geht wirklich auf Kills, nicht auf Placement, einfach um gleichzeitig zu trainieren und weil ihr dadurch mehr Punkte bekommt, zumindest wenn ihr gut seid. Und wenn ihr es eben halt ein paar Mal gemacht habt, dann werdet ihr natürlich auch immer besser und es fällt euch immer leichter, Kills zu holen. Dadurch levelt ihr dann auch nochmal schneller. Und spielt einfach in Arena auf WQueen, versucht nicht dauerhaft zu campen, seid nicht zu ängstlich davor, dass ihr Punkte jedes Mal verliert, denkt einfach gar nicht daran, denkt, es wäre eine ganz normale Runde, denn das nimmt euch schon so ein bisschen Angst, und lauft nicht vor jedem Gegner weg, sondern seid einfach der, der die Gegner angreift. So trainiert er am besten, so kommt er am schnellsten voran. Und wenn ihr natürlich Feedback zum Video habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war es soweit von mir jetzt. Ich denke mal, wir werden nachher noch ein bisschen streamen. Könnt ihr natürlich auch gerne auschecken. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich dort oder im morgigen Video wieder. Bis dahin, ciao.